Diversity-Strategien haben sich entwickelt. Also schon die Frage deutet darauf hin, es hat eine Entwicklung gegeben. Und das Wichtige ist, dass sie erstmal auch als Strategien gedacht und ausgearbeitet wurden. Denn wir hatten in der, sage ich mal, längeren Vergangenheit, vor 10, 15 Jahren, war es so, dass Fragen von Gender-Perspektiven, primär war es ja Gender-Diversity-Strategien, sind ja erst viel später in den Blick gekommen. Und dass Fragen von Gender-Perspektiven in Einzelmaßnahmen abgebildet wurden und dass es jetzt erstmals wirklich auch eine Strategie gibt seit einigen Jahren, ist ein ganz großer Fortschritt. Und es führt dazu, dass es Strategien braucht von Hochschulen, und zwar nicht nur auf Hochschulebene, um erfolgreich im Wettbewerb zu sein, sondern auch, dass Wissenschaftspolitik unterschiedliche Stellhebel hat, mit denen sie Hochschulen ermutigt, Diversity-Strategien auf den Weg zu bringen. Vielen Dank für die Frage. Hier sprechen Sie ja Hochschulpolitik als Wissenschaftspolitik an. Und Wissenschaftspolitik hat, und ich glaube, in die Richtung ging die Beantwortung meiner ersten Frage schon, Wissenschaftspolitik hat sehr große Möglichkeit, denn wir wissen, alle Hochschulen, wir sind forschungsgetriebene Einrichtungen. Und um Forschungsprojekte bewilligt zu bekommen, braucht es eben Fördergeber. Und Fördergeber haben sehr große Möglichkeiten, über die Anforderungen Hochschulen dazu zu bewegen, Gender- und Diversity-Strategien und Perspektiven in den Blick zu nehmen. Wir wissen das aus Österreich, wo ganz klar diese Forderung nach einer Diversity-Strategie gefordert wird. Wir wissen das aus Deutschland. Die DFG hat jetzt gerade in der Exzellenzinitiative ganz klar formuliert, Gender- und Diversitätsperspektiven müssen auch in den Forschungskontexten, also nicht nur, es geht nicht nur um, wir brauchen mehr Menschen, die divers sind, mehr Frauen, mehr internationale Menschen auf der, sage ich mal, Personalebene, sondern auch, wir wollen, dass Gender- und Diversity-Perspektiven als Forschungsperspektive in Forschungskontexte inkludiert wird und mitgedacht und mitbearbeitet wird. Und das ist natürlich ein ganz großer Hebel. Das heißt, alle Forschungsverbünde, die sich jetzt auf den Weg zu einer Förderung machen, dürfen einfach gucken, was bedeutet eigentlich, wenn ich mich zum Beispiel, wie wir im Internet of Production mit Produktionsprozessen beschäftige, wo gibt es da eigentlich Gender- oder Diversitätsdimensionen? Was muss ich da beachten? Oh, da gibt es ganz zahlreiche Herausforderungen. Eine große Herausforderung ist, dass gerade wenn es sich um Strategien handelt, die wir ja wollen, dass die Strategien top-down getragen und unterstützt werden müssen. Heißt, wenn Stabstellen oder bestimmte Einrichtungen Gender- und Diversitätsstrategien entwickeln, dann ist es wichtig, dass die Leitung diese auch mitvertritt und lebt. Dass es also mehr wert ist als das Papier, auf dem es geschrieben wird. Die nächste große Herausforderung ist, dass die Umsetzung von Gender- und Diversitätsstrategien ja auf unterschiedlichen Ebenen trägt. Also das heißt, wir beschäftigen oder Sie beschäftigen sich in dem MOOC mit dem Thema Lehre, wo Gender und Diversity, Einbezug von Gender- und Diversity-Perspektiven eine wichtige Perspektive ist. Wir brauchen das aber auch bei den Lehrenden. Also das heißt, wir brauchen eine Diversität von Lehrenden, die Lehre machen, die auf unterschiedliche Weise Lehre machen. Wir brauchen eine Diversität in den Role Models, die wir haben, die Forschung machen. Wir brauchen eine Diversität in den unterschiedlichen Bereichen der Organisation Hochschule. Und jedes Mal müssen diese Perspektiven oder Strategien eingebunden werden in Hochschulentwicklungsprozesse auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Und schließlich brauchen wir, last but not least, weil Forschung und Lehre hängen eng zusammen, wir brauchen auch eine Berücksichtigung von Gender- und Diversitätsperspektiven in der Forschung. Also die Herausforderung ist, wir brauchen es an ganz vielen Stellen gleichzeitig. Herausforderung eins. Herausforderung zwei ist, wir haben in der Hochschule, was sehr toll ist, und ich glaube, darum sind wir alle gerne als WissenschaftlerInnen an Hochschulen, wir haben eine Unabhängigkeit von Forschung und Lehre. Das heißt, ich kann nicht sagen als RektorIn, meine ProfessorInnen müssen dieses und jenes tun, sondern es gilt, sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass die KollegInnen mitgenommen werden, dass sie verstehen, warum es wichtig ist, für eine exzellente Forschung, warum es wichtig ist, für eine exzellente Lehre inklusiv zu sein, um wirklich auch nachhaltige Perspektiven entwickeln zu können. Das sind Prozesse, die unheimlich viel Zeit und Kommunikation fordern. Und zum anderen ist es, und es ist auch eine große Herausforderung, gibt es Felder, in denen es vielleicht nicht so offensichtlich ist, dass Gender- und Diversitätsperspektiven berücksichtigt werden
müssten. Und auch da gilt es, mit ExpertInnen ins Gespräch zu gehen, um einen genauen Blick drauf zu werfen. Ich habe auch die Rückmeldung von KollegInnen, ja, in meinem Feld ist es vollkommen irrelevant. Und wenn wir dann in ein gemeinsames Gespräch gehen und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, dann kommt vielleicht raus, okay, Gender ist jetzt nicht eine Dimension, aber wir haben eine andere Diversitätsdimension, die der Kollege, die Kollegin vielleicht gar nicht im Blick hat, die wir aber in den Blick nehmen sollten und könnten und die die Forschung und auch Entwicklungsprozesse inklusiver und damit natürlich auch besser macht. Denn darum geht's ja auch. Es geht zum einen, und das ist sicherlich auch die große Herausforderung von Gender- und Diversitätsperspektiven, es geht zum einen um exzellente Wissenschaft. Wenn wir mehr Fragestellungen, mehr Blickwinkel inkludieren, wird unser Output besser, also unsere wissenschaftliche Leistung besser, unsere Forschungsprojekte besser, unsere Technologieentwicklung besser. Auf der anderen Seite haben wir aber auch diese normative Seite. Also das heißt, es ist auch eine Frage von Gerechtigkeit. Und diese beiden, ich sage immer gerne, das sind zwei Seiten einer Medaille, die wir nicht losgelöst voneinander betrachten dürfen. Oft wird aber nur diese Gerechtigkeitsdiskurs geführt, ohne zu sehen, es macht auch bessere Forschung. Wir machen bessere Forschung und es gibt zahlreiche Studien, die uns sagen, wir machen bessere Forschung, wenn wir unterschiedliche Perspektiven inkludieren. Und das sind, glaube ich, das sind so zentrale Herausforderungen, weil wir haben sie an unterschiedlichen Stellen. Ja, ich habe ja gerade über sehr viele Herausforderungen gesprochen. Es gibt aber, und genau das ist das Tolle an diesem Thema, es gibt aber auch sehr, sehr viele Chancen. Und zwar Chancen für die Organisation Hochschule als solche. Denn über den Einbezug von Gender- und Diversitätsperspektiven gelingt es Hochschulen auch, diversere Menschen anzuziehen. Und wir wissen, wir wollen die Besten. Und die Besten kommen vielleicht auch nicht aus Österreich oder Deutschland, sondern sind internationale. Die Besten, wir wissen, es gibt genauso gut oder inzwischen mehr junge Frauen mit sehr gutem Abitur, als vielleicht es Männer sind. Das heißt also, wir wissen, wenn wir die Besten erreichen wollen, dürfen, müssen, sollen wir diverser werden. Und über derartige Strategien können wir es. Es ist auch so, dass wir, was Forschung und Lehre angeht, mit dem Einbezug von Gender- und Diversitätsperspektiven Studierende besser mitnehmen können. Das heißt, Studierenden, die sich, wenn nicht nur der typische Technikstudierende zum Beispiel angesprochen wird, sondern über breitere, inklusivere Beispiele unterschiedlichste Menschen angesprochen werden und nachvollziehen können, warum die Technikentwicklung, mit der sie sich gerade beschäftigen, oder warum Statik oder Mechanik für sie als IngenieurInnen relevant ist. Wenn es da inklusivere Beispiele kriegt, können wir die Studierenden besser entwickeln. Es ist für uns auch eine Chance der Entwicklung von exzellenten NachwuchswissenschaftlerInnen und exzellenten InnovatorInnen, TechnikerInnen. Und auf Wissenschaftsebene, was ja alle WissenschaftlerInnen im Kern betrifft, denn wir wollen die bestmögliche Forschung machen, erleben wir, wenn wir Gender- und Diversitätsperspektiven wirklich in unseren wissenschaftlichen Forschungskontext einbetten, werden wir zum einen besser gefördert, weil, ich hatte es an einer anderen Stelle schon erwähnt, weil die Forschungsorganisationen nicht nur Deutschland, Österreich, sondern europaweit genau das fordern, den Einbezug von Gender- und Diversitätsperspektiven in den Forschungskontext. Also Horizon 2020 sagt mit Responsible Research and Innovation ganz klar, Gender- und Diversitätsperspektiven sind einzubeziehen. Und last but not least, und das ist ja unser inhärentes Thema, wird unsere Forschung besser. Also das heißt, unsere Nutzerorientierung nimmt zu, wenn wir sehen, dass wir ein breiteres Spektrum abdecken können, müssen, sollen. Und insofern gibt es, glaube ich, ganz viele Chancen auf ganz unterschiedlichen Ebenen, die genauso stark wiegen wie die Herausforderungen, weshalb es schön ist, dass die Hochschulen und das Wissenschaftssystem insgesamt, also das auch heißt auch Hochschulpolitik, sich den Themen in den letzten Jahren so stark angenommen hat und annimmt. Und ich glaube, dass es für uns als Hochschulen eine gute Perspektive ist, unsere Herausforderungen durch nachhaltige Lösungen weiterbringen zu können, wo diese Dimension der Nachhaltigkeit eben nicht nur die ökologische und ökonomische Dimension umfasst, sondern ganz wichtig über die Einbeziehung der Gender- und Diversitätsperspektiven auch die soziale Dimension. Und ich denke, wenn wir das erreichen, dann sind wir exzellente WissenschaftlerInnen und exzellente Hochschulen. Und darum sehe ich die Chancen wirklich als wichtigen und großen Punkt.
Das ist eine sehr schwere letzte Frage, weil es sehr, sehr stark mit den Herausforderungen und den Chancen zusammengeht. Die Gelingensbedingungen hängen eben davon ab, inwiefern es gelingt, die Herausforderungen zu meistern. Heißt also, um nochmal auf die vorherige Frage zurückzukommen, heißt also, inwieweit es gelingt, dass Gender- und Diversitätsperspektiven als Strategie wirklich in der Hochschule verankert werden, von allen unterschiedlichen Ebenen mitgetragen werden, dass es also nicht nur auf bestimmten Personen oder bestimmten Gruppen oder bestimmten Einheiten liegt, sondern ein gemeinsames Commitment gibt. Das heißt, dass es kommuniziert wird, breit kommuniziert wird, von allen Ebenen kommuniziert wird, dass die Studierenden das genauso für sich in ihre DNA aufnehmen und mitentwickeln, wie das die Hochschulleitungsebene macht und die ProfessorInnen und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Es ist eine der wichtigsten Gelingensbedingungen. Und es bedeutet, und es ist quasi so eine, sag ich mal, eine Vorstufe davor, es bedeutet auch, dass es kommuniziert wird, dass es gemeinsam gelebt wird, dass es entsprechende Veranstaltungen gibt, dass es sichtbar gemacht wird, dass es also gefüllt wird mit Leben und gefüllt wird mit Geschichten und gefüllt wird mit Role Models und gefüllt wird mit Erfolgsstories, und zwar auf den unterschiedlichen Ebenen, die auch die Herausforderungen bilden. Also das heißt, wo ist was, wo gibt es ein gutes Beispiel in der Lehre, wo Studierende begeistert sind und die Lehrenden sagen, ah, das hat gut funktioniert. Wo hat ein wissenschaftliches Projekt tolle Erfolge erzielt, die eben Gender- und Diversitätsperspektiven einbinden? Wo hat ein Team, das sehr divers aufgestellt ist, Erfolge erzielt? Und wo können Menschen sagen, in diesem Team will ich arbeiten, weil es da eine Willkommenskultur für jede und jeden gibt, für alle, egal wie die Menschen sind. Und diese Geschichten, also so eine gemeinsame Geschichte zu erzählen, das sind wichtige Gelingensbedingungen. Aber, und dazu gibt es noch was, was ich auch auf, sage ich mal, hochschulpolitischer Ebene ein wichtiger Punkt ist, es braucht natürlich auch Anreizsysteme. Das heißt, wir alle sind als WissenschaftlerInnen irgendwo auch getrieben davon, in irgendeiner Weise eine Anerkennung zu bekommen. Und es hilft, und darum, das auch das hatte ich bei den Herausforderungen und aber bei den Chancen formuliert, es hilft auch, wenn Hochschulpolitik das fordert und wünscht und wertschätzt, monetär, Auszeichnungen, egal. Also das heißt, es muss dieses, was ist der Mehrwert für WissenschaftlerInnen? Auch das muss immer wieder deutlich werden. Oder für Studierende oder für wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Also das ist so ein Ineinandergreifen unterschiedlicher Strategien, die erfolgreich sein können, weil nur dann, wenn es wirklich gelebt wird, wenn es mehr ist als ein Papier, kann es erfolgreich sein und kann wirklich die DNA mittel- und langfristig von Hochschulen verändern.